Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen dreckigen Episode. Heute versuchen Manu und ich den Astra Seneca zu überbrücken, zum Starten zu bringen. Was weiß ich, Alter. Der wird mir jetzt helfen, Bro. Der ist jetzt am Start. Was geht, Bro? Wieder mal 100.000 Kilometer gefahren, nur um dem Keck Chabo zu helfen. Alles klar bei dir? Ja, und bei dir? Es geht. Könnte besser laufen. Meinst du, wir schaffen das? Ich glaube nicht. Ich hab sogar Bremsenreiniger. Ist doch, oder? Das ist kein Bremsenreiniger. Das ist ein... Ah, das Licht. Warte mal. Ich habe doch in den Kommentaren gelesen, dass irgendein Keck reingeschrieben hat, dass ich irgendwas zwischen das Licht klemmen soll. Aber weißt du, was komisch ist? Das Auto stand niemals hier. Also du wirst gleich sehen. Ich glaube nicht, dass es von dem Auto ist. So, jetzt sollte das Licht nicht mehr ausgehen. Warum? Da müsste ja irgendwas aufgerissen sein. Ja, komisch. Stell dir mal vor, der geht jetzt einfach an. Einfach umsonst gekommen. Nee, du bist nicht umsonst gekommen. Du wirst hier das Auto komplett zerstören heute. Einfach so, wenn der jetzt angeht, da geht gar nichts. Mach mal Motor hoch. Ja, der ist komplett trocken. Das kann nicht von dem sein. Sag ich doch. Ja, war vorher irgendwas drin gestanden von einem anderen Auto? Davor war der Agila, glaube ich, hier drinne. Eigentlich nicht. Egal, ich muss jetzt was machen. Ich hab sogar links mitgenommen, ein bisschen Werkzeug, dass man die Scheiße aufbauen kann. Oh, Automechatroniker geworden. Hast du nicht erzählt, dass du die Ausbildung gemacht hast? Nee, ich hab keine Ausbildung, ich hab als Laborist. Ist doch quasi dasselbe. Ist ja fast dasselbe, ne? Batterie ist leer. Oder Akku? Das kann sein. Batterie. Ja, mein Auto ist auch ein bisschen kaputt. Hm? Mein Auto muss ich auch reparieren am Frontteil. Den Audi hier? Ja. Was hat der? Die Hinterachse, die Stoßdämpfer. Hat sich die Gummilagerung rausgedrückt. Das hört sich nach einem wirtschaftlichen Totalschaden an. Fast. Wenn der nicht anspringt, dann machen wir den kaputt. Die kleine hat Stranggänge gehabt, die war geladen ein bisschen. Jetzt ist sie wieder ein bisschen entladen, aber ist ja eigentlich egal. Was würde ich ohne dich tun? Nix, vergammeln. Hat sich jemand gemeldet noch? Irgendwo? Ja, das haben sich ein paar Leute gemeldet, aber die sind alle zu weit weg. Ja, ich meine 100 Kilometer geht eigentlich. Ist okay. Das ist schon weit, Bro, das ist schon sehr weit. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich richtig schäbig gerade. Ich muss dir später auf jeden Fall ein Wassereis spendieren. Bist du eher so der Waldmeister oder Cola-Typ? Ach, Cola ist immer ganz nice. Cola ist geil, ja. Was ist das denn, Alter? Wo ist eigentlich die Farbe, ey? Ah, ja, da ist sie. Die müssen wir heute auf jeden Fall benutzen. Wenn nicht an dem Auto, dann an deinem Audi. Hast du keinen Bock auf so ein Chrom-Audi? Nee, ich finde die Farbe für mich, die ist mega selten, die kriegst du nicht. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe, wie man hier sehen kann. Das ist die Farbe After Kack, After Braun. Gefällt mir. Auf gar keinen Fall den Keck hier abonnieren. Lass kein Abo da. Lohnt sich nicht, da kann eh nix. Normal ist so eine Schraube, guck hier. Ja, reiß raus die Scheiße. Aber komm. Oh, scheiße. Zeig mal die Schraube, was ist das? Das ist nur Plastik. Oh no. Warte. Zange. Boah, hier, guck mal. Vielleicht funktioniert das. Geht doch. Läuft. Ich glaube, ich muss auch eine Ausbildung zum Lageristen machen. Aber auf Autoteile, ja. Probier erst mal so und dann machen Motor und gucken nochmal da. Genau dasselbe, Bro. Aber kannst du mal dein Auto anmachen und ein bisschen Gas geben? Vielleicht geht's ja dann. Komm schon! Gib mal Gas! Er gibt schon. Ja, keine Chance, Alter. Das ist nicht die Batterie, Bro. Hat er noch Sprit drin? Ja, sag nicht, dass er keinen Sprit drin hat. Das wäre ja richtig peinlich. Doch, der hat locker noch 20 Liter. Jetzt können wir höchstens probieren, wir schieben den hier an, hier unten. Anschieben? Lass mich anschieben. Schon wieder. Gern. Boah, kein... Ah, Bro! Ah, der geht an, wir müssen schieben. Schieb schneller. Schieb. Noch ein Stück. Ah, keine Chance, Bruder. Es ging gerade gar nicht, ist komisch. Setz du dich mal rein, mach du mal, ich schieb jetzt. Ich geb jetzt volle Power, Digga. Ich hab gut gegessen vorher. Noch nicht. Noch nicht. Doch nicht. Ich versuch jetzt. Ah, hast du. Merkst du das? Beim zweiten Mal geht's. Wie bei mir. Beim ersten Mal macht er nichts. Und beim zweiten Mal. Bro, ich kollabiere. Alter. So ein Schmutzauto. Der so ein. Hä? Jetzt. Was passiert?
Hast du die Batterie überfahren, Karin? Du hast die Batterie über... die Batterie? Ah, doch, du hast ja schon Junge. Was ist mit dir los, Alter? Was ist denn das jetzt, Alter? Arbeitest du bei Dings, beim Flughafen? Okay, 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 okay. Und nicht, dass ich gegen diese Wand klalle. Keine Chance, Bruder, keine Chance. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwas anderes. Schreibt's in die Kommis, Jungs. Mädels, auch Mädels. Es gibt bestimmt auch Automechatronikerinnen. Schmutz. Das ist nicht so wie beim letzten Mal. Da ist irgendwas anderes kaputt. Benzinpumpe oder so. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du da? Nein, nein, nein. Was machst du da? Ey. Ach so, nein, Bro, nein. Was, Jacke? Ich bin stark. Bleib da, bleib da. Guck dir das mal an. Ich war zwar nicht auf Malle, aber Bro, ich bin Hulk. Auch Hulk? Ja. Nur das Ding ist, mein Golf ist da vorne. Wer bremst das Auto? Egal. Versicherungsbetrug. Rein da, in den scheiß Golf. Benzinpumpe. Ja, nein! Scheiße, Alter. Andere Batterie, kann die noch dran klemmen? Das ist das einzige letzte Option, was wir noch haben. Ja, aber das bringt nichts. Das wird nichts bringen. Die sollen mal, die Profis hier sollen mal wieder in die Kommentare, hey, wie geht das? Wer hat diesen Zettel daraus gemacht? Die Profis sollen mal hier wieder in die Kommentare reinschreiben, was kaputt ist. Ich zahle 3 Euro pro Stunde, wer vorbeikommt und die Dreckskarre wieder zum Laufen bringt. Aber ihr habt ja gesagt, beziehungsweise einige von euch haben ja gesagt, oder geschrieben, besser gesagt geschrieben, dass man, wenn man den Schlüssel hier umdreht, ein Geräusch hören sollte. Ja, das wäre dann die Benzinpumpe. Man hört aber nichts. Man hört nichts. Das ist wahrscheinlich die Benzinpumpe. Warte, 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 Bro. Lass mich erstmal zu Ende lenken. Junge, noch knapper geht's nicht. Oh. Weißt du, hätte er jetzt Öl verloren, hätte ich gesagt, scheiß drauf. Dann lohnt's nicht. Nee, aber der ist ja nur flipp. Der ist neu, Mann. Der Neuwagen. Der will. Aber irgendwie will er auch nicht. Ja, aber das kann nicht das Ende dieser Zerstörung sein. Das ist die letzte Zerstörung, ey. Da muss noch was kommen. Ich muss ein neues Auto kaufen. Weil so lasse ich die letzte Zerstörung nicht enden. Nee, nee, nee. Willst du noch mal versuchen damit? Vielleicht ja, hier ist doch der Luftfilterkasten. Das müssen wir abmachen. Hier sind so zwei. Ja, genau, so zwei Nippel. Hier rein. Okay, mach. Gar nichts, Bro. Er will unbedingt. Er will. Seht ihr, Leute, das ist ein wahrer Charbonnent. Er hilft mir hier vor Ort. Junge, ich muss ihn zum Essen einladen oder so. Safe, safe, safe. Manu, hast du Hunger? Ja. Wir gehen essen. Ich muss auch Videos schneiden, Junge. 17 Uhr schon, Junge. Bro, was machst du da? Mach nichts Falsches. Verletz dich nicht. Wir müssen genau da drauf. Wie hast du das jetzt kaputt gemacht? Mit den Zähnen oder was? Ich hab gegessen. Alter. Lass erstmal so drehen und dann. Ja, okay. Das hat nichts damit zu tun. Egal, wenn ich die Karre zum Laufen bringe, beziehungsweise wenn ich eine andere hole, dann fahre ich zu dir. Direkt. 100 Kilometer komme ich zu dir. Und jetzt gehen wir was essen. Lass zu Megas oder so. Ja, Leute, wir haben alles versucht. Anschieben, irgendeinen Dreck in die Ansaugung sprühen, neue Batterie reingemacht, gar nichts funktioniert. Schreibt einfach in die Kommentare, was hier los ist. Junge, gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock. Es soll irgendjemand vorbeikommen. Wenn keiner aus der Community vorbeikommt, dann kommt Robert. Robert soll kommen, der soll die scheiß Rotzkarre reparieren. Ansonsten kommt das Ding in die Schrottpresse. Ja, folgt mir einfach. Aber ich sag jetzt schon mal ciao. Aber du musst dich hier hinstellen, sonst muss ich da 1000 Sachen verpixeln. Ja. Danke für nix. Wörtlich. Aber du warst hier. Das ist das Allerwichtigste. Jo, Leute, dann war's das hier mit dem Drecksvideo. Wir werden aber nicht aufgeben. Ich werde versuchen, das Ding zum Laufen zu bringen, weil, Digga, das geht nicht, Alter. Das ist die letzte Zerstörung. Und wenn wir die Karre nicht anbekommen, dann müssen wir eine neue holen. Kann man nichts machen. Haut rein. Haut rein und danke für nix.